Herzlich willkommen an der Hochschule Fresenius. Mein Name ist Maximilian Faust, Leiter des Kompetenzzenters Entrepreneurship und ich freue mich, Sie jetzt mitnehmen zu können auf eine Reise durch die Gründungsförderung an unserer Hochschule. Die Hochschule Fresenius hat sich eine echt starke Vision gesetzt. Wir wollen Gründer- und Unternehmerhochschule werden. Jeder Student ist ein potenzieller Unternehmer. Das bedeutet natürlich nicht, dass alle Studierenden gründen müssen. Bedeutet aber, dass alle Studierenden am Ende ihres Studiums in der Lage sind, gründen zu können. Warum ist uns das Thema so wichtig? Ich glaube, es passt persönlich sehr gut zu unserer Hochschule. Die Hochschule Fresenius blickt selbst auf eine sehr lange unternehmerische Tradition, der Familie Fresenius. Bereits 1848 hatte Karl Remigius Fresenius sein chemisches Laboratorium gegründet. Daraus hervorging die Hochschule Fresenius, heute selbst ein privatwirtschaftliches Unternehmen mit rund 13.000 Studierenden und 9 deutschen Standorten. Wenn wir mal auf die Zahlen einer repräsentativen Umfrage blicken, dann können wir heute schon selbstbewusst sagen, wir sind eine richtige Gründer- und Unternehmerhochschule, vom Klientel her. Nämlich 54% unserer Studierenden geben an, dass sie einen Background in einem richtigen Familienunternehmen haben, wo Mutter oder Vater selbst mal irgendwann Gründer waren oder ein eigenes Unternehmen besitzen. 47% unserer Studierenden geben auch an, dass das Thema Gründen in ihrer Karriereplanung eine sehr wichtige Rolle spielt. Und genau aus diesem Grund haben wir uns an der Hochschule Fresenius dazu entschieden, das Thema noch größer zu machen und mit dem Kompetenzcenter Entrepreneurship professionelle Strukturen aufzusetzen. Wir wollen alle Gründerinnen und Gründer fördern. Mit einer Zentralabteilung und einem 8-köpfigen Team wollen wir 13.000 Studierenden fördern. Aber nicht nur die aktuellen Studierenden, sondern auch alle ehemaligen Studierenden und auch ganz bewusst alle externen. Denn wir wollen unserem gesellschaftlichen Auftrag gerecht werden, noch mehr Gründerinnen und Gründer zu fördern, um auch die deutsche Wirtschaft noch besser zu stärken. Wie wir das machen? Dazu haben wir hier an der Hochschule ein eigenes ganzheitliches und strukturiertes Förderkonzept entwickelt. Wir nennen das sogenannte NICE-Konzept und es besteht aus 4 Säulen, nämlich das Thema Netzwerk, Infrastruktur, Coaching und Education und das Thema Events. Wenn wir mal auf die einzelnen Säulen blicken, dann sehen wir, dass sich da eine ganze Menge an Maßnahmen und Aktivitäten hinter verbergen. Ich möchte Sie gerne einladen, mit mir mal im Detail auf jede einzelne Säule zu schauen. Die erste Säule in unserem Konzept ist das Thema Netzwerk. Wir wollen an der Hochschule Fresenius eine Gründer-Community aufbauen und auch leben. Dazu sind uns alle Akteure sehr, sehr wichtig. Egal ob Gründer, Investoren, Kooperationspartner, Mentoren oder auch jedes einzelne Beiratsmitglied. Wir als Hochschule verfügen über ein sehr großes Netzwerk dieser verschiedenen Akteure. Einen Kooperationspartner möchte ich an dieser Stelle besonders betonen, nämlich das Bundeswirtschaftsministerium. Wir sind als Hochschule Fresenius anerkanntes Exist-Gründernetzwerk des Ministeriums für Wirtschaft und Energie. Aber auch alle anderen Kooperationspartner sind uns sehr wichtig. Mit ihnen sind wir auf den unterschiedlichsten Ebenen und Aktivitäten unterwegs. Mit der passenden Infrastruktur wollen wir Gründern ein Zuhause geben, nämlich die zweite Säule unseres Förderkonzeptes. Mit passenden Räumen haben wir quasi ein richtiges Gründerzentrum an der Hochschule Fresenius etabliert. Wir nennen diese Gründerzentren die sogenannten Pioneer Labs. In Wiesbaden und Edstein sind wir bereits in der Umsetzung. In diesen sogenannten Pioneer Labs wollen wir Gründerinnen und Gründern die Möglichkeit geben, Gründerschreibtische, Gründerbüros, Coworking-Optionen, Workshop- und Kreativräume anzumieten und zu nutzen, um noch besser ihre unternehmerischen Gedanken umsetzen zu können. Die Kernkompetenz jeder Hochschule ist die Wissensvermittlung, das ist völlig klar. Aus diesem Grund hat die dritte Säule in unserem Förderkonzept auch eine entsprechende Bedeutung. Wir wollen Gründerinnen und Gründer individuell fördern mit passenden Coaching- und Education-Formaten und Angeboten. Am Anfang steht in der Regel immer so dieses klassische Erstgespräch oder die Erstberatung. Ab Juni 2020 gehen wir mit einem flächendeckenden Online-Coaching, dem Pioneer Coach, an den Start und ab September 2020 werden wir zudem einen eigenen Accelerator aufsetzen, um für 6 Monate Potenzialträger noch individueller und besser zu fördern. Ab September gehen wir zudem mit 3 Masterstudiengängen an den Start, nämlich Master in Unternehmensgründung und Entrepreneurship, Master in Business Development and Digital Innovation und Master in Unternehmensnachfolge und Entrepreneurship. Allein in dem letzten Punkt und der Etablierung von 3 Masterstudiengängen merken Sie, wie ernst wir das Thema Gründer- und Unternehmerhochschule nehmen. Die
Die vierte und letzte Säule ist das Thema Gründer-Events. Mit passenden Eventformaten wollen wir begeistern, für das Thema inspirieren und auch einfach die richtigen Menschen am richtigen Ort zusammenbringen. Daher spielen Gründer-Events bei uns an der Hochschule Fresenius eine ganz wichtige Rolle. Und sie finden auch in regelmäßigen Abständen an unseren Standorten statt. Wir haben unterschiedliche Formate. Gerne lade ich Sie zu unserem nächsten Gründer-Event ein. Tauschen Sie sich mit spannenden Persönlichkeiten, mit Speakern, mit Gründerinnen und Gründern aus. Dazu lade ich Sie ein. Es ist immer wieder ein sehr, sehr schöner Anlass bei uns an der Hochschule Fresenius. Sie haben Interesse am Thema Gründen bekommen oder Sie sind bereits Gründer? Dann kommen Sie einfach auf uns zu, egal zu welcher Zielgruppe Sie in unserem Konzept passen. Wir freuen uns auf jeden Kontakt, auf jeden Dialog und es gibt sofort drei Möglichkeiten, sich unserer Community anzuschließen. Schreiben Sie uns eine E-Mail unter cce@hs-fresenius.de. Nehmen Sie einfach am nächsten Gründer-Event der Hochschule Fresenius teil. Kommen Sie mit uns persönlich in den Dialog und wir sprechen gemeinsam. Achten Sie auf unsere Newsletter. Wir schreiben in der Regel alle 13.000 Studierenden an und dabei halten wir Sie immer auf dem Laufenden. Hochschule Fresenius, Gründer- und Unternehmerhochschule. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit einen guten Einblick in die Gründungsförderung unserer Hochschule geben. Ihr Kompetenzcenter Entrepreneurship.